wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Gott auch dabei, ist Gott mit dabei. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Gott auch dabei, ist Gott mit dabei. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Gott auch dabei, ist Gott mit dabei. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Gott auch dabei, ist Gott mit dabei. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Gott auch dabei, ist Gott mit dabei. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist Gott auch dabei, ist Gott mit dabei. Ist Gott mit dabei. Ist Gott mit dabei. Herzlich willkommen, liebe Kinder, hier in der Kirche. Das sind natürlich ganz wenige, wenn wir in speziellen Zeiten sind. Darum herzlich willkommen in allen, die zu Hause jetzt mit uns feiern. Allen Kindern, allen Erwachsenen. Ich hoffe, dass ein paar Familien miteinander mit uns feiern. Schön, dass wir so verbunden sind miteinander. Ja, herzlich willkommen. Wir wollen unseren Gottesdienst anfangen, wie wir jeden Gottesdienst anfangen, nämlich mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Unsere Kirchengemeinde lebt vom Glauben an Jesus Christus, der, der an Ostern auferstanden ist. Über das können wir nur staunen, Freude haben, dankbar sein und Gott treu sein. Aber allein im Glauben unterwegs sein, ist ganz schwierig. Wir brauchen dafür Gemeinschaft. Das merken wir jetzt ganz speziell in dieser Zeit. Der Glaube lebt vom gemeinsamen Losen, vom gemeinsamen Gotteslob und natürlich auch vom Gottesdienst hier in der Kirche. Und von gemeinsamen Aufgaben. So wenn wir uns heute freuen über Gott, der uns jetzt zusammengerufen hat. Wir singen unser erstes Lied, wo zwei oder drei. Und es geht gerade besser, wenn man dazu aufsteht. Thank you.
sollen sie das Geld verdienen? Was sollen sie essen? Wo sollen sie wohnen? Wer hat sie gern? Alle unsere Sorgen vertrauen wir dir an. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Die Liebe Gottes, da ist, zu wissen, dass ganz viele Menschen um einen herum sind, die einen gern haben. Aber vielmal fühlen sich die Menschen allein. Für wer sind sie wichtig? In wem können sie vertrauen? Unsere Einsamkeit vertrauen wir dir an. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Die Liebe Gottes, da ist, keine Angst müssen haben. Aber in vielen Ländern gibt es gewaltige Konflikte. Krankheit, ja, der Virus kann uns Angst machen. Wie und wo sind Menschen überhaupt sicher? Unsere Angst vertrauen wir dir an. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. So singen wir miteinander als Dank für Gott, für Gottes nächste Lied. Thank you.
Nachricht, dass Jesus lebt, hat ganz viele Leute vor den Kopf gestoßen. Ja, sogar seine Freunde haben es nicht recht glauben. Die schreckliche Kreuzigung ist ihnen so eingefallen. Und sie haben daran gezweifelt, ob das wirklich wahr ist, was die Frauen erzählen. Ja, speziell einer, der hat gesagt, nein, nein, da glaube ich nicht, das war Thomas. Und von dem hören wir jetzt, was hier passiert ist. Jesus hat ihn nämlich ernst genommen. Aber glauben hätte Thomas selber müssen. Ihr an ihn glaubet,
Leben haben in seinem Namen. Er ist wieder
Gott gewesen und es hat etwas gemacht mit meinem Herzen. Seit er gekreuzigt worden ist, ist hier etwas rausgerissen worden aus meinem Herzen. Und jetzt, wo ich ihm begegnet bin, ist das wieder wie geheilt. Ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt. Situationen, wo ihr euch völlig allein fühlt oder vielleicht unverstanden sind. Kennt ihr so Situationen? Sind ihr auch schon allein gewesen? Wie fühlt sich denn das an? Schlecht. Schlecht? Also einfach verlassen bin und mir dort, ja, dass der jemand dann lesen könnte. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal sagen. Ins Mikrofon. Es fühlt sich mehr schlecht, also man fühlt sich verlassen. Und also einfach nicht mehr geliebt, also einfach wirklich. Wie wenn man die ganze Welt hätte, aber nur man selber dort auf die Welt wäre. Mhm. Also man vergisst dann plötzlich einfach alle, die rundherum sind. Der Thomas hat ja gesagt, er konnte Jesus begegnen. Da hatten sie das Glück gehabt, dass die gerade so wirklich eine Begegnung gegeben hat, dass man einen auch gesehen hat, miteinander können reden. Aber auch heute, das war einfach nicht nur denen vorbehalten gewesen vor 2000 Jahren, sondern auch heute können wir noch Jesus begegnen. Haben die ja eine Idee, wie man heute Jesus begegnen kann? Die Geschichte. Sag es nochmal. Die Geschichte. Die Geschichte, die von Jesus handelt. Genau. Hörst du vielleicht mit anderen eine neue Geschichte? Wie können wir Jesus auch begegnen? Hast du noch eine Idee? Also mir geht es auch so, dass gerade dann auch, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ganz allein und es ist niemand da, dann kann ich ja mit Gott reden und mit Jesus im Gebet. Ich kann probieren, schon am Morgen früh, wenn ich aufstand, schon Verbindung auf mich. Ich kann danken für den Tag, dass ich wach bin, das Wetter schön ist oder dass ich gesund bin. Und kann wie sagen, komm mit, ich lade dich ein, begleite mich heute. Und über die passiert es mir selber auch, dass wenn etwas nicht so gut geht oder nicht so, wie ich es mir vorstelle oder sogar überhaupt nicht und ich wirklich das Gefühl habe, ich brauche Hilfe, dass ich dann ganz, ganz schnell bei Gott bin und sage, jetzt braucht es dich, jetzt musst du helfen. Ich komme nicht mehr allein weiter. Und es gibt aber auch schöne Momente, wo etwas gelungen ist. Vielleicht ein schwieriges Telefongespräch oder etwas, was ich nicht so gerne mache. Und dann ist es ganz gut rausgekommen. Und ich glaube, auch dann ist Jesus mit uns. Neben uns, trägt uns, nimmt uns an der Hand und hilft uns. Auch jetzt in diesen Tagen, wo wir uns vielleicht allein fühlen, mit können mit Gespönchen abmachen, nicht können zusammen mit anderen Leuten essen und am Tisch sitzen. Braucht es Jesus, der mit uns am Tisch sitzt, der mit uns ist, dass wir nicht allein sind. Ich glaube, wenn wir solche Erfahrungen machen und wir merken, Jesus ist im Spiel,
Er hat mir geholfen, mir sein Geist geschickt. Dann ist es fast gleich, wie wenn er hier stehen würde und mir seine Hände zeigen. Und dann kann ich glauben und mit ihm jeden Tag weitergehen. Über die Frohbotschaft aber, dass Jesus immer bei uns ist, wir möchten nur mehr spüren. Ja? Zwischendurch können wir ja sagen, hey, Jesus, bist du noch da? Bist du noch da? Ja? Und wir spüren es. Wir spüren es in jedem Moment. Ich bin ganz, ganz sicher. So wird wir das nächste Lied singen. Halleluja, die Welt ist weit. Wir bitten dich, erhöre uns.
für meine Schwiegermami. Sie hat heute Morgen ins Spital. Und ich hoffe, dass es ihr bald wieder gut geht. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich bitte für die, die jetzt Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen für ein ganzes Land, die einschneidend sind, die schwierig sind. Bitte erfüll du sie mit deiner Weisheit, dass sie die richtigen Entscheidungen zum Wohl von allen treffen. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja, und ich möchte einfach für alle bitten, die allein sind, die sich allein fühlen, die auch Jesus noch nicht kennen. Berühr du sie, Jesus, mit deiner Liebe, dass sie einfach spüren, dass du auferstanden bist, dass du auch bei ihnen bist. Mit deiner Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich bitte für alle, die mit uns eigentlich hier zusammen in der Kirche feiern, dass wir gleich wieder uns treffen können und die Gemeinschaft können Gott loben und preisen und ihm danken. Danke für das, was wir alles haben, trotz dieser Situation. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen jetzt einfach einen Moment von der Stille haben, dass ihr die Hei noch könnt für die bitten könnt, die euch ganz speziell am Herzen liegen. Menschen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, die noch gern haben, könnt ihr die Hei laut aussprechen. Mami, Papi, auch. Einfach, dass der Herrgott auch hört. Wir möchten Gott Danke sagen, dass er uns zuhört mit dem nächsten Lied.
Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.